Weil das sieht gut aus. Nur positive Chaya Resonanzen bekommen, insbesondere auf meinen flauschigen Dachhimmel. Du kannst dich gar nicht beschweren, Chris, jetzt hier gut Messer. Digga, das ist ein Wissen daran. Einfach mitgeliefert, Digga. Ach du Scheiße. Digga, Nebelmaschine. Oh mein Gott, Freunde. Ich wollte jetzt eigentlich noch gar nicht füllen, aber was ist das für ein kranker Mietwagen? GLC 220D, AMG Line, Alcantara Sitze. Ich dachte, wir bekommen einen Mietwagen und kein fucking geiles Teil. Raumschiff. Facelift schon mit dem Screen und so. 1085 Kilometer hat er drauf und wir juckeln damit heute in CL500 runter. Was ist das für ein geistesgeiles Auto? Oh mein Gott. Ab zu Maximiliano. Let's go CL500 holen. Guten Tag, meine Freunde, und willkommen zu einem erneuten Video von mir. Wir holen heute meinen neuen CL500 ab. Ja, das ist der alte, ganz bekannte, von dem YouTuber geliebte Pink Panther von Maximiliano. Der hat den ganzen Spaß verkauft, ich habe mich gemeldet, ich habe ihn tatsächlich bekommen. Wir sind jetzt auf dem Weg. Leider mit einem Mietwagen, was heißt leider, dieser Mietwagen ist so, so geil. Ihr habt vorhin die Szene schon gesehen, wie wir das Auto hier gehypt haben, da unser Bulli, mit dem ich sonst die Autos hole, meine Autos hole, einen Motorschaden hat. Ich habe jetzt gerade meine üblichen Snaps hier auf Instagram gemacht, meine Insta-Stories auf Instagram gemacht, hier mein Instagram-Account, und da haben schon viele, viele Leute schon mir geschrieben, hey, holst du den CL von Max, weil ich einfach das hier gepostet habe. Wie wir hier, ach, die Jacke ist hier noch zwischen, wie wir hier die Reifen hinten drin haben, weil der liebe Maximiliano den ganzen Bums ja ohne Reifen verkauft. Und da ich diese Reifen noch hier vor meinem Schlachter hatte, habe ich ihm geschrieben, hier, ich komme mit meinem Reifen vom Schlachter und hol den. Er hat mich angerufen, ja, können wir machen, alles klar. Anhänger ist natürlich hinter, Kfz-Anhänger. Ich bin extrem hyped, ich bin nicht nur geil drauf, weil wir heute wieder ein neues Auto kaufen, ich bin nicht nur geil drauf, weil wir heute sogar einen neuen CL500 kaufen, der dritte übrigens, den ich kaufe. Offiziell dann ganz, ganz genau genommen das vierte Auto in meinem Besitz, wenn man die CL500 Karosse ohne Motor dazu zählen möchte. Ja, alles sehr, sehr wild. Und dann würde ich sagen, sind wir 100 Kilometer noch von dem ganzen Bums entfernt. Und dann müssen wir noch ein bisschen Reifen umziehen und fahren mit dem ganzen Spaß wieder runter nach Wolfsburg in die Hood und ab in die Werkstatt. Ich hab so Bock, Alter. Hier schön mit dem GLC am Hinbrettern. Let's go, Freunde. So, meine Freunde. Der Blinker hatte hier gerade nicht funktioniert. Jetzt habe ich hier kurz das Dings abgeschraubt. Und zwar ist die Lampe hier einfach rausgefallen. Nochmal kurz hier mitten auf Land nirgendwo an der Shell-Tankstelle. Hier den Anhänger repariert. Sehr, sehr nice. Zum Glück hatten wir Werkzeug dabei. Junge, dieses Auto ist viel zu geil. Das Auto ist schon echt, echt nice. Ne? Ich bin jetzt aber tot gehypt auf den CL500. Let's go, Freunde. Gleich ist es soweit. 10 Minuten noch. Ich schreibe dem Newton Maxim jetzt mal, weil er meinte, ich soll ihm vorher schreiben. Bisschen nervös bin ich ja schon. Ne? Und jetzt paar Typen zu treffen, die mir tagelang, stundenlang im Internet anschaue. Ist schon eine nice Aktion, die wir hier gerade am Abziehen sind, sagen wir mal so, ne? Ich Bock, Alter. Let's go, Baby! Gleich Räder umziehen, gar kein Bock. Papi, selbst ein Opel überholt uns. Ja, ne? Scheiße. So, meine Freunde, was mache ich hier? Was tun wir hier schon wieder? Digga, ich frage mich selber, was ich hier tue, ganz ehrlich. Wagen verkaufen, Pink Panther Legende. Pink Panther, aber sie wird nicht sterben, die Legende, weißt du? Die Legende lebt immer weiter. Ich hoffe auch wirklich, dass du den nicht einfach auf den Schrott schmeißt. Nein, safe. Jetzt habe ich noch mehr Motivation. Ich hatte ja sowieso schon den groben Plan und jetzt, wo wir nochmal gesprochen haben, safe. Der wird nochmal ein bisschen aufbereitet, ein bisschen polieren, ne? Soll helfen beim Matterfolie. Scheiße, Digga. Aber von vorne sieht er gut aus. Selbst ohne. Wenn das Tor da die ganze Zeit gegenkriegt. Selbst ohne Sonnenschein glitzert die Folie, ne? Ey, ich finde die Folie auch wirklich ohne Scheiß, gerade bei so einem Licht finde ich die geiler als im Sonnenlicht. Im Sonnenlicht wird es halt ziemlich krass knallig pink. Okay. Aber so diese Facetten, das ist immer richtig nice. Und abends, wenn dann, ne, Kiez, Digga, ist ein Traum. Also einmal aus
neutraler Sicht, ne? Der Scheiß ist hier alles nicht gestaged, Alter. Das ist alles 1:1 so, wie man das in den Videos und in den Livestreams sieht. Ich hatte mir nochmal dann als das ernsthaft... Warte, ich halt. Oh. Vorhin ging das noch. Als ich dann das so anging, dass ich den wirklich so kaufen würde, ne? Habe ich mir dann nochmal die Videos angeguckt, wo du das hier alles so besprüht hast, ne? Und rausgerissen hast. Ich dachte so, nein, oh, lass mir doch wenigstens das, oh nein, das auch noch. Aber hey, das sieht doch voll fresh aus so. Ja, komplett. Ja, hast du das gefilmt, als du das nochmal gemacht hast? Nee. Nee, wollte gerade sagen, weil das sieht nur gut aus. Ich habe nur positive Chaya-Resonanzen bekommen, insbesondere auf meinen flauschigen Dachhimmel, auf die Sino-Sitze. Ja, ich habe jetzt das Massaker erwartet, das sieht doch alles nein, gut aus. Und ganz ehrlich, hier sowas, das ist so halt das hat meiner auch. Kaputt ist. Genau, das war das von Anfang an. Ran. Ja, genau. Was ist mit der Jacke da hinten? Willst du die noch rausnehmen? Das ist keine Jacke, das ist der rausgerissene Skisack, wo wir reingreifen wollten, rausgeschnitten haben. Ach so. Und die High- und Hungrig-CD, die ist auch noch hinten drin, aber kannst du mitnehmen. Korrekt, Digga. Die ist mehr wert als das Auto, glaube ich. So, dann würde ich sagen, laden wir den ganzen Spaß auf. Müssen wir ja gar nicht mehr. Oh, habe ich keinen Bock gehabt, Räder zu wechseln, ne? Ich hab Bock gehabt, so jetzt CL auf und Räder wechseln. Oh, bei der Kälte Gott. Draußen. Du kannst dich gar nicht beschweren, Chris, dass hier die guten Messer fällt. Ja, Digga, das ist das Beste daran. Einfach mitgeliefert, Digga. Ich schwöre es dir. Selbst, richtig geil. So, und dann bekommt der Pink Panther sein Leben 2.0. Trotzdem immer noch. Was würdest du sagen? Heißer Schuh, sagst du, ja? Komplett. Ey, Digga, als der Typ, der den Link von diesen Schuhen geschickt hat im Livestream, ne? Ich konnte nicht mehr, Digga. Ich konnte überhaupt nicht mehr. Naja, so, aufladen den Bums und dann. Ab zurück in die Hood. So, willkommen in der neuen Bude. B-Solle-Jock. Du sagst es, B-Solle-Jock. Ich bin echt gespannt, wie der sich anhört, ne? Geil. Hat der noch Cuts drin? Ja, Digga, ich hab komplett Cuts, alles neu gemacht. Ich glaube. Vier neue Cuts. Weil ich glaube, bei mir ist ja nicht so mit Polizei und so. Ich hab noch von meinem Schlachter, da sind gar keine Cuts drin, da sind nur Attrappen. Ja. Und dann keine Cuts und die Abgasanlage? Könnte gut klingen auf jeden Fall, wird aber stinken, 100 Pro. Ja? Hier waren vorher die Mittelcuts also die Hinter- ja. die Sekundärcuts ja. raus und der hat gestunken. Dann habe ich komplette Cut-Anlage alles neu gemacht. Das finden wir noch alles heraus. Ich bin jetzt 402.000. Komplett geil. Die Möhre läuft, Alter. Warum hast du den Punkt nie weggemacht? Zu faul. Der geheime Bremsenreiniger. Ja. Das hat mich so abgefuckt jedes Mal. Alter, hört sich geil an. Ja, ja. ja. Der hat, in Italien hat er auch komplett jeder meinte CR-Klinger Hört sich richtig nice an, ja, wirklich. Vor allen Dingen auch auf Kickdown und sowas, Digga, ist komplett krass. So, probieren wir es mal. Er hebt sich an. Ah, das sind ja hier alles die alten Schalter. Ja, wie gesagt, ABC funktioniert, nur hinten rechts sackt er manchmal ab. Wobei, hier hängt er gerade so ein bisschen, ne? Ja, wegen dem Reifen. Nur wegen dem Reifen? Ja, klar. Okay, wir parken das Ding jetzt ganz normal auf dem Hänger und dann... Düsen auch schon ab. Boom, Baby! Da ist das Ding. Pink Panther Lebensabschnitt 2.0 beginnt heute. Er ist aufgeladen. Bitte hier nicht meine Aufladekünste beachten. Ich hoffe, das ist überhaupt straßenverkehrsordnungstauglich. Ich habe es vorhin gesagt extra, dass ich meine Felgen vom Schlachter eingepackt habe. Hier in unseren Karren. Und jetzt habe ich aber dennoch die Messerfelgen drauf und zwar haben die andere Radbolzen die speziellen Messerfelgen. Und da hat Max korrekterweise gesagt, komm, leg los, gönn dir, lassen wir die Reifen drauf. Von daher habe ich jetzt auch noch die Reifen für denselben Preis bekommen. Absolut, absolut korrekte Aktion. Die werden auch safe draufbleiben auf diesem Auto. Das macht ja das halbe Auto aus. Drin das Ganze, diese ganze geile Ausstattung, die er hat. Einfach alles zerkratzt, indem wir jetzt die Teile da reingeschmissen haben, aber naja. Was muss mit. Kotflügel habe ich vorne bekommen, Stoßstange habe ich vorne mitbekommen. Die hintere leider nicht, weil die echt zu dolle kaputt war. Hier die, ach du Scheiße. Die altbekannte Abgasanlage, ich weiß nicht, ob ihr es gerade sehen konntet. Ja, und dann ist das hier der Pink Panther, der jetzt in meinem Besitz ist. Wir brettern jetzt mit unserem ganz geilen GLC 220 Diesel, echt geiles Auto. Wir sind immer noch geflasht von der Karre. Zurück. Wird es ca. 3 Stunden dauern, 300 Kilometer, ein bisschen weniger, 250 Kilometer, aber da wir nicht so schnell fahren können, das checken wir gleich alles aus. Ja, und dann
freue ich mich. Pink Panther, 3. CL. Let's go, baby. Junge, wie wild ist das hier gerade? Digga, ist das geil, Alter. Baby. So, Papi, Thumbnail ist im Kasten. Es kann weitergehen. Ja, jetzt holen wir was essen, ne? Jetzt holen wir uns was zu essen, genau. Junge, diese Ambientebeleuchtung. Oh. So können wir schön jetzt 3 Stunden nach Hause fahren durch die Nacht. War locker. Im Rückspiegel. Ich bin gespannt. Ja, ich glaube, wir bleiben einfach bei dem Namen Pink Panther. Pink Panther, ja. Pink Panther ist ein nicer Name, ne? Ja, fand ich auch. Ah, let's go. Licht habe ich auch, dass man den Pink Panther sieht. Du sagst es. Wie geht's dem Pink Panther Baby hier hinten? Stoßstange hängt noch? Ein bisschen Bedenken hatte ich ja. Ich weiß ja nicht, wie gut Max die hier rangekloppt hat, aber hält. Hält auf jeden Fall. Einfach ein Pink Panther gekauft. Das wird, glaube ich, so der Projektname. Das geht einfach so weiter. Ich finde den Namen so geil. Pink Panther. Diese Folierung ist so geil. Ich muss Max auf jeden Fall nochmal fragen, was das genau für eine Folierung war. Und dann hole ich mir die Folie auf jeden Fall safe nochmal. Das ist einfach nur wild geil, diese Kacke hier. Hier A-Säule. Scheiße. Die ganzen Teile zerhauen mir hier, glaube ich, gerade meinen Innenraum. Man kann es leider bei euch nicht so gut sehen, weil ihr kein Licht habt. Alleine hier hinten die Schweller. Wir haben auf jeden Fall noch entspannte 100 Kilometer vor uns. Alles easy, ist zwar schon lange sehr dunkel, aber es ist erst 18 Uhr oder was. Also immer noch alles ganz entspannt. Dann wird der Wagen easy in der Werkstatt abgeladen. Und dann kümmern wir uns morgen um eine ordentliche Bestandsaufnahme. Nehmen den Kollegen mal auf eine Bühne, das wird das nächste Video sein. Ich werde auch jetzt nur noch erstmal Videos zu dem Kollegen krachen, beziehungsweise nächste Woche habe ich genug Zeit. Videos werden kommen wie am Fließband, meine Freunde. Also, falls ihr das alle nicht verpasst wollt, abonniert doch jetzt schon mal gerne meinen Kanal. Damit ihr das ganze Ding hier... Oh nein! Oh nein! Das war vorhin noch fest. Aber die erste Schraube ist schon mal abgerissen. Es läuft, Freunde. Es läuft sehr, sehr gut. Und hier haben wir das Ortsschild. Wow. Wolfsburg ist die Hut und offiziell der 3. CL-Papi, den wir zusammen hier nach Wolfsburg schleppen. Yes. Der 3. CL von uns. Der Pink Panther hängt noch hinten dran. Das Bodykit hängt auch noch ordentlich dran. Shoutouts an Max, der das gut befestigt hat. Hier das Wahrzeichen von Wolfsburg, der silberne Jolf. Mal noch ein bisschen rangezoomt hier. Machen wir das Ganze mal raus. So, ab in die Werkstatt, Auto abladen, Anhänger abladen, Mietwagen wegbringen. So spät ist es gar nicht. Für uns, Papi, ich weiß noch, den Unfall hatten wir um 1 Uhr morgens. Wann waren wir? Um 3 Uhr morgens? Um 4 Uhr morgens war ich zusammen im Bett, ja, glaube ich erst. Ja, so. So, Freunde, ihr könnt ja überhaupt was sehen. Der Schlüssel zum Glück, der Pink Panther. Und oh, ihr könnt gar nichts sehen. Und wir wollen ihn jetzt hier herunterrollen lassen. Könnt ihr mal sehen? Könnt ihr mich sehen? Absolut, absolut geile Karre. Das ist jetzt absolut das ist ein schlechter Zeitpunkt, das zu zeigen, aber dieses Carbonfolie. Maxi, beste, was du hier gemacht hast. Geil. Einfach nur geil, diese Karre. Und springt locker besser an wie meiner. Oh, hört der sich gut an. Ach, der hört sich richtig gut an. Ey, und die Kennzeichen. Ach du Scheiße. Dicker Nebelmaschine. Dicker Nebelmaschine. Hier die Abgasanlage muss man ein bisschen hoch, damit die gleich nicht auf den Boden schleift. Junge, ist der laut. Der Pink Panther läuft. Ey Jungs, das ist die geilste Karre, die ich hier in meinem Leben gekauft habe, Alter. Der wird so wieder fit gemacht. Aber sag mal, Max, was ist das denn, wenn ich jetzt abschließe, was da für Geräusche kommen? Junge, das Ding piept mir einfach die Hucke voll. Beim Aufschließen auch. Zack. So, Papi. Ah. So, Mami.
das war's. Das war's. So, meine Freunde, wir sind schon gut geschafft. Wir drehen jetzt nochmal eine Runde mit dem Mietwagen durch die City, weil Baba Karre. Das war's mit der Abholung, mit dem Video vom Pink Panther. Jetzt ist er in meinem Besitz. Ich freue mich enorm, dieses Auto jetzt wieder in Fahrt zu bringen, das Auto kennenzulernen, das Auto aufzubereiten, das Auto fresh zu machen. Wollt ihr das Buddykit weitersehen? Ich bin schon am Überlegen, ich glaube schon, dass man das hinbekommen würde, nochmal ordentlich ranzukloppen, das Ganze dann zu folieren und dann den ordentlichen, fetten Big Buddy Benz Buddykit Pink Panther zu haben. Genau so ein Ding. Checkt hier meine Videos aus, wie ich meinen CL Unfaller geholt habe und hier, wie ich meinen CL Schlachter geholt habe. Genauso eine Abholungsvideos wie hier. Und dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Like das Video, abonniert den Kanal. Ciao. Läuft.